Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die netten Begrüßungsworte. Das Lutherjahr ist jetzt so offiziell beendet, deswegen freue ich mich, dass dennoch so viele Leute noch gekommen sind heute. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns weiterhin kritisch mit der Theologie von Luther beschäftigen und vor allen Dingen seinen Auswirkungen bis heute auf das deutsche Denken und die deutsche Gesellschaft. Für alle, die das nicht mehr im Kopf haben, der Vortrag heißt Arbeit macht frei, Fragezeichen von Luther bis Hitler, deutscher Arbeitswahn und Judenhass. Warum stand die zynische Parole Arbeit macht frei auf den Eingangstoren der Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg? Gibt es einen spezifisch deutschen Antisemitismus und ein spezifisch deutsches Arbeitsverständnis? Woher kommt die nationalsozialistische Ideologie vom raffenden und vom schaffenden Kapital? Warum wurden viele Juden vor ihrer Ermordung im Nationalsozialismus zu sinnlosen Arbeiten gezwungen? Und warum begehen die Deutschen den Tag der Arbeit am 1. Mai als Feiertag und nicht den 8. Mai als arbeitsfreien Gedenktag an die Befreiung vom Nationalsozialismus? Und die letzte Frage: Was hat dies alles mit dem, Zitat, größten Propheten der Deutschen, der dem Deutschen aufs Maul geschaut hat, mit Martin Luther zu tun? All diesen Fragen soll hier nachgegangen werden, wenn sie auch nicht erschöpfend beantwortet werden können. Und ich freue mich, dann die offenen Fragen noch mit euch oder Ihnen in der Diskussion zu diskutieren. Für den eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen und das von ihnen zu verantwortende präzedenzlose und größte Menschheitsverbrechen der Geschichte, die Shoah, kann es keine letztgültige Erklärung geben. Jede rationale Erklärung muss misslingen. Doch es ist möglich und erforderlich, nach Spuren zu suchen, nach den Motiven der deutschen Täter und den gesellschaftlichen Entwicklungen und Ideologemen, die diese Motive und den Judenhass hervorbrachten und den Weg zu diesem Verbrechen ebneten. Ein Spurensucher, der vorangegangen ist, war Daniel Jona Goldhagen. Er hat in seiner bahnbrechenden Studie Hitlers willige Vollstrecker, ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust als erster die Fährte zu Martin Luther gelegt. Und Goldhagen hat als erster darauf hingewiesen, dass die Erniedrigung und Tötung von Juden durch Zwangsarbeit Deutschen emotionale Befriedigung bereitete. Er bemerkte auch als erster, dass der ideologische und psychische Drang, Juden durch körperliche Arbeit zu erniedrigen, so stark war, dass deutsche Juden oft zu sinnlosen Arbeiten zwangen. Auch Eugen Kogon berichtete über das Konzentrationslager Buchenwald, dass sich dort Kommandoführer spaßeshalber immer wieder Abwechslung schufen, indem sie besonders jüdische Häftlinge den Befehl erteilten, Mauern aufzuschichten, die am nächsten Tag wieder abgetragen werden mussten, um dann wieder aufgebaut zu werden und so weiter. Die widersinnige deutsche Parole »Arbeit macht frei« befremdete Häftlinge während ihrer Internierung beim Gang durch die Eingangstore der genannten Konzentrations- und Vernichtungslager. Der Holocaust-Überlebende und spätere polnische Außenminister Władysław Bartoszewski beschrieb diese Befremdung bei seiner Ankunft in Auschwitz. Zitat: An einem späten Septembertag sind wir schon bei Dunkelheit in Auschwitz angekommen. Es gab noch nicht das Lager Birkenau mit der Rampe. Auf freiem Feld sozusagen, nicht weit vom Eingangstor des alten Lagers entfernt. Wir mussten von oben springen, ob alt oder jung, Hundegebell, es wurde geprügelt, geschlagen, schnell, schnell, das waren die ersten deutschen Worte. Und dann gingen wir zum Tor. Dieses Tor gab uns Hoffnung, denn da stand: Arbeit macht frei. Aha, es ist also ein Arbeitslager, gut, immerhin, vielleicht eine Fabrik. Ach, die Deutschen haben solch erfinderische Parolen. Arbeit macht frei. Dabei war das erste Krematorium nur ein paar Schritte von dieser Aufschrift entfernt. Aber der Schornstein hat uns noch in unseren Erwartungen bestärkt. Da läuft etwas. Da ist Betrieb. Ein Kamin. Das heißt Arbeit. Niemand wusste, dass wir in Auschwitz waren. Primo Levi beschrieb den Moment der Ankunft im Vernichtungslager so. Zitat: Dann blieb der Lastwagen stehen, man erkannte ein großes Tor und darüber die grell beleuchtete Schrift, die mich noch heute in meinen Träumen bedrängt:
Arbeit macht frei. An anderer Stelle ergänzte er, ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Arbeitstag auf der Baustelle in der Buna-Werke. Jeder musste arbeiten, denn Arbeit macht frei. Stand es nicht so über dem Lagereingang geschrieben? Das war kein Witz, das war ernst. Also gut, wenn wir nicht zu arbeiten verstanden, dann mussten wir es eben lernen. Waren wir etwa keine Kapitalisten? Das geschah uns recht, heute mir, morgen dir. Einige von uns begehrten auf und erhielten die ersten Schläge ihrer Laufbahn von den Kapus, die die Gegend dort inspizierten. Andere verloren den Mut. Wieder andere, darunter ich, ahnten verschwommen, dass es keinen Ausweg gab. Und die beste Lösung, die war, mit Schaufel und Hacke umgehen zu lernen. Zuerst tauchte die Parole Arbeit macht frei in Dachau auf, dem frühesten deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslager, und zwar im Jahr 1936. Aber bevor ich dazu nachher wahrscheinlich in der Diskussion komme, wie denn die Parole Arbeit macht frei sich im Nationalsozialismus verbreitete, will ich jetzt also, wie versprochen, in die Geschichte zurückgehen. Ich fange nicht bei Luther an, sondern mache noch etwas Vorgeschichte, weil der deutsche Arbeitswahn, der deutsche Arbeitsbegriff und auch der deutsche Judenhass selbstverständlich nicht bei Martin Luther begannen, sondern da müssen wir ein paar Dinge vorher uns in Erinnerung rufen. Das ist vor allen Dingen die Bildung, die Gründung der Zünfte. Heutzutage wissen die meisten Leute nicht mehr, was Zünfte sind. Zünfte haben aber heutzutage in der deutschen Gesellschaft eigentlich immer noch eine große Bedeutung, weil unserer Kapitalismus, ich sage jetzt mal unserer, in dieser Gesellschaft, der ist immer noch sehr stark von dem Zunftgedanken geprägt. Wir haben heute immer noch eine Industrie- und Handelskammer. Jeder Betrieb muss zwangsläufig Mitglied sein in dieser Industrie- und Handelskammer. Wir haben immer noch den Meisterbrief, die Meisterprüfungen, die Gesellen, die Lehrlinge in den Betrieben. All diese Arbeitsorganisation in der deutschen Gesellschaft geht auf die Zunftbildung zurück. Und diese Zunftbildung hat etwas zu tun mit der Durchsetzung des Christentums im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und mit dem Beginn der Verstädterung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Die erste Zunft wurde im Jahr 1099 nicht weit von hier in Mainz gegründet. Und diese Zünfte organisierten, das waren ja Handwerkerzusammenschlüsse, die organisierten sich als christliche Bruderschaften. Das heißt, es war von vornherein ausgeschlossen, dass Nichtchristen Mitglieder dieser Zünfte wurden oder werden konnten. Und das bedeutet vor allen Dingen für die jüdischen Gemeinden, für die jüdischen Bewohner des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Das bezog sich aber auch auf Großbritannien oder Frankreich, also auf alle Länder Mittel- und Westeuropa, die christianisiert wurden in dieser Zeit. In all diesen Gebieten gründeten sich Zünfte und in all diesen Zünften wurden Juden ausgeschlossen, sodass Juden also keine Handwerker werden konnten, keine Schuster. Meldest du dich? Entschuldigung, ja, danke für den Hinweis. Sodass Juden also keine Schuster zum Beispiel werden konnten, keine Bäcker. Sie hatten nur die Möglichkeit für ihre Gemeinden, damit, weil sie ja koscher schlachten, also zum Beispiel dann für eigene Fleischereien aufzumachen. Aber sie durften keine Handwerkerberufe ergreifen für den christlichen Markt. Das war sozusagen mit der Gründung der Zünfte seit Ende des 11. Jahrhunderts ausgeschlossen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der wichtig ist als Vorgeschichte zu Luther der Zweite. Und in diesem Kontext der Zünfte, das wissen auch die meisten von Ihnen sicher noch, gab es die Kreuzzüge Ende des 10. und 11. Jahrhunderts. Und während der Kreuzzüge gab es die erste größere Pogromwelle in deutschen Gebieten, und auch diese Pogromwelle war schon auch wirtschaftlich begründet, um damit die jüdischen Gemeinden ausbeuten, enteignen zu können. Der nächste große Punkt vor Luther ist das Laterankonzil von dem Jahre 1215. Im Laterankonzil von 1215 wurde das kanonische Zinsverbot erlassen. Das bedeutete, dass Christen
ab sofort keine Zinsen mehr nehmen durften. Das war in der Zeit, wo das Geldsystem sich überhaupt erst langsam durchsetzte. In der Bibel finden wir Aussagen, dass das Zinsnehmen nicht erlaubt ist. Und so hat der Papst oder hat das Konzil bestimmt, dass also Christen keine Geldverleiher sein durften, keine Zinsen nehmen durften. Und das war eine weitere Einengung der Juden auf die Geldsphäre und auf den Geldverleih und auf das Zinsnehmen, eine weitere nach der Zunftbildung. So wurden sie jetzt mehr und mehr, weil es ja keine Christen gab, die Geld verleihen durften, zumindest nicht offiziell, wurde das Geldverleihen, das Geldnehmen mit Zinsen ein wesentlicher jüdischer Beruf. Das ist das Jahr 1215. Letzte Jahreszahl vor der Reformation ist das Jahr 1348, 1349. Dieses Jahr ist verbunden mit der Pest in Europa, der großen Pestwelle. Die meisten von euch wissen, dass in dieser Zeit die Legende entstand, dass die Juden Brunnenvergifter sind, dass die also verantwortlich sind für die Pest in Europa. Aber in meinen Studien habe ich jetzt rausbekommen, dass dieser Vorwurf der Brunnenvergiftung, der ja sowieso nicht stimmte, dass der auch meistens vorgeschoben war, dass hinter diesem Vorwurf der Brunnenvergiftung oft auch schon stand, dass die sich gründenden Städte sich mittlerweile verschuldet hatten, dass die Patrizier, die Handwerker, die Zünfte verschuldet waren und dass mit der Ermordung und der Vertreibung der Juden sich die Christen, die Deutschen immer wieder schuldenfrei machen konnten. Und das war ein wesentlicher Hintergrund der Vertreibung und der Ermordung des großen Teils der jüdischen Bevölkerung in Westeuropa und im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation in den Jahren 1348, 49. Und die wenigen überlebenden Juden, die flohen vor allen Dingen nach Osteuropa, das heißt nach Polen und nach Russland, ins Baltikum. Und diese große Vertreibungswelle war sozusagen ursprünglich für das Ostjudentum, was dann vor allen Dingen in der Shoah von der Massenvernichtung betroffen war. So viel zur Vorgeschichte, zur Reformation. In diesen Jahrhunderten, als die Juden mehr und mehr auf die Geldsphäre eingeengt wurden, entstand auch bereits der Vorwurf des Wucherns, und der Begriff Wucher, also ungerechte Zinsen nehmen, Menschen ausbeuten, indem man ihnen das Geld aus der Tasche zieht durch den Geldverleih. Dieser Wuchervorwurf, der war sozusagen schon immer präsent in der deutschen Gesellschaft, als es zur Reformation kam. Gleichzeitig hatten sich aber quasi illegalerweise gegen das kanonische Zinsverbot große christliche Handelshäuser entwickelt, wie zum Beispiel die Fugger und die Welser, vor allen Dingen in Augsburg und in Nürnberg, die ja dann, wie ihr wisst, auch den Vatikan finanzierten. Und dieser Ablasshandel, den der Vatikan da gemeinschaftlich betrieben hat mit den Fuggern und Welsern und anderen christlichen Geldhäusern, war ja auch ein wesentlicher Hintergrund für die Reformation, also der Widerstand gegen das Herumprassen des Vatikans in Rom oder der Bediensteten des Vatikans und die Möglichkeit, sich durch Geld von seinen Sünden freikaufen zu können. So viel zur Vorgeschichte, jetzt zur Reformation. Zu Feiern der Reformation wird der Bibelübersetzer Martin Luther immer wieder für seine maßgebliche Rolle bei der Formulierung der deutschen Sprache gefeiert. Zuweilen wird auch verschämt an den Judenhass des Wittenberger Predigers erinnert. Gänzlich vergessen wird jedoch zumeist sein entscheidender Einfluss,
auf die Prägung des deutschen Arbeitsverständnisses, ja des deutschen Arbeitswahns, die ohne seinen Judenhass nicht zu denken sind. Den Ausgangspunkt für Luthers Arbeitsbegriff bildet die Bibelstelle über die Vertreibung aus dem Paradies, als Adam und Eva nach dem verbotenen Genuss des Apfels vom Baum der Erkenntnis eine göttliche Stimme vernehmen. Diese verurteilt Adam aufgrund des Sündenfalls, sich von nun an mit Mühsal von seinem Acker zu ernähren und sich sein Brot im Schweiße seines Angesichtes zu verdienen. Währenddessen soll Eva unter Schmerzen Kinder gebären. Schwere körperliche Arbeit wird somit in der Bibel zur Strafe Gottes erklärt. Noch im Alt- und Mittelhochdeutschen stand Arbeit synonym für Mühsal, Strapaze, Not und Plage. Die Griechen hatten in der Zeit ihrer höchsten Blüte nur Verachtung für die Arbeiter, für die Arbeit. Den Sklaven allein war es gestattet zu arbeiten. Der freie Mann kannte nur körperliche Übungen und Spiele des Geistes. Die Philosophen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit. Luther definierte in seiner Bibelübersetzung Arbeit im Gegensatz zur bis dahin verbreiteten Auffassung nicht mehr als Last oder Knechtschaft, sondern als Beruf, abgeleitet vom religiösen Begriff der Berufung. Das heißt als göttliche Aufgabe und als Pflichterfüllung an der Gemeinschaft, an den Platz, der dem Menschen angeblich von Gott vorbestimmt ist. In diesem Sinn rief Luther jeden Christen dazu auf: Glaube an Christus und tue, was du schuldig bist zu tun, was du schuldig bist zu tun in deinem Berufe. Die Berufung bezog Luther auf den Gedanken der Prädestination, das heißt der Vorbestimmung oder der Erwählung durch Gott. Der biblische Fluch, nach der Vertreibung aus dem Paradies im Schweiße seines Angesichtes arbeiten zu müssen, wurde von Luther umgedeutet zur Erwählung, zur Berufung, zur Lebensaufgabe, ja zur Mission der Deutschen. Pflicht zur Arbeit, Treue und Fleiß und Ergebung in Gehorsam in die vorgefundenen Arbeitsbedingungen sind die Grundelemente des von Luther geprägten protestantischen Arbeitsethos. Nicht durch seine Werke, das heißt seine Produkte bzw. die Ergebnisse seiner Arbeit, ist der Mensch laut Luther gottgefällig, sondern darin, dass er die Aufgaben, zu denen er berufen oder verpflichtet wird, treu und ergeben erfüllt. Max Weber wies darauf hin, dass der Begriff Beruf im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet und Arbeitsaufgabe weder im klassischen Altertum noch in katholischen Gebieten bekannt war, während er dann später sich vorwiegend in protestantischen Regionen durchsetzte und dann auch von den protestantischen Regionen nach und nach in den katholischen Region. Das Wort Beruf in seinem rein weltlichen Sinne, sagte Max Weber, stamme aus den Bibelübersetzungen und zwar aus dem Geist des Übersetzers Luthers, nicht aus dem Geist des biblischen Originals. Das Wort Beruf findet sich in der lutherschen Bibelübersetzung zuerst im Alten Testament bei der Übersetzung einer Stelle von Jesus Sirach. Luther übersetzt dort: Beharre in deinem Beruf bzw. bleibe in deinem Beruf statt bleibe bei deiner Arbeit. Die Übersetzung dieser Stelle ist der erste Fall, in welchem das deutsche Wort, so Max Weber, das deutsche Wort Beruf ganz in seinem heutigen Sinn gebraucht wurde. Neben dem alttestamentarischen Buch Jesus Sirach orientierte sich Luther bei der Entwicklung seiner Berufs- und Arbeitsethik stark am ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Bei Paulus heißt es in der Luther-Übersetzung: Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Oder ein jeglicher bleibe in dem Beruf, in dem er berufen ist. An anderer Stelle forderte Luther: Glaube an Christus und tue, was du schuldig bist zu tun in deinem Berufe. Den Protestanten der romanischen Länder, also zum Beispiel Frankreich und Spanien, ist es aufgrund ihrer Minderzahl nicht gelungen, einen solch sprachschöpferischen Einfluss zu erreichen, wie Luther ihn auf die deutsche Sprache
bewirkte oder ausübte. Das Englische kennt zwar das Wort Calling im Sinne einer religiösen Berufung, doch für den weltlichen Begriff Beruf wird dort, wie auch im Französischen, vielmehr das Wort Profession verwendet. Wir haben im Englischen ansonsten das Wort to work. Da haben wir auch ein deutsches Wort dafür, das ist das Wort werken. Aber mit dem Wort werken verbinden wir etwas Schöpferisches, etwas Künstlerisches, etwas Aktives und nicht etwas, wozu wir möglicherweise gezwungen oder verpflichtet werden. Das heißt, das ist ein ganz anderer Hintergrund, den wir mit dem Begriff werken verbinden, als mit dem Begriff der Arbeit. Zusätzlich zu dieser Bibelübersetzung biologisierte und mystifizierte Luther die deutsche Arbeit und die deutsche Nation zu einem Körper, in dem der Arbeiter als Teil an seinem Platze, dem Ganzen, also dem Volkskörper, zu dienen habe. Luther führte aus, ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher seines Handwerksamtes und Werkes hat und doch sind alle gleich geweihte Priester und Bischöfe und ein jeglicher soll mit seinem Amt oder Werk dem anderen nützlich und dienstlich sein, dass aber vielerlei Werke alle auf eine Gemeine gerichtet sind, Leib und Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaßen des Körpers alle dem anderen dienen. Da sind zwei Begriffe ganz wichtig. Das eine ist das des Dienens, das heißt, Arbeiten wird auch als eine Knechtschaft, eine Dienstleistung, würden wir heute sagen, empfunden. Also es hat was mit Dienen zu tun. Und das andere ist hier das Wort, man soll dem Gemeinen nützlich sein. Die Nazis sagten später, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ne? Also man soll nicht egoistisch sein in seiner Arbeit, nur an sich denken oder an den Profit denken, ans Geld denken, sondern man soll an die Gemeinschaft, an das Gemeinwohl denken. Das ist auch luthersches Arbeitsdenken. Unterschiedlich hat sich das dann herausgebildet bei den Calvinisten, den Puritanern, das heißt bei Protestanten, die sich nicht so stark in den deutschen Bereichen ausgebreitet haben, sondern dann vor allen Dingen in den Niederlanden und in den angelsächsischen Ländern. Die Calvinisten und Puritaner haben einen ganz anderen Arbeitsbegriff, auch wenn er sich sozusagen erstmal nur in Nuancen ursprünglich von dem Lutherschen unterschied. Bei den Calvinisten gehört die privatwirtschaftliche Profitlichkeit zu ihrem Denken, auch zu ihrem Glauben. Denn wenn man Profit macht, der gottgefällig ist, dann ist das sozusagen auch Gott gewollt für die Calvinisten und Puritaner. Das heißt, das Profitmachen ist quasi nicht negativ behaftet, sondern kann, wenn es nicht ausbeuterisch ist, wenn es nicht andere Menschen schädigt, kann Profitmachen bei den Calvinisten und Puritanern etwas Positives, etwas Gottgefälliges sein. Daraus ist auch mit dieses Sprichwort entstanden, was wir heute noch kennen in den angelsächsischen Bereich, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Das ist also anerkannt und ist auch gewollt. Natürlich schafft das kaum ein Tellerwäscher, das wissen wir auch, aber es ist zumindest in Denken möglich und auch in der Staatsverfassung, in der Arbeitsorganisation möglich, während die deutsche Staatsverfassung, das deutsche Arbeitssystem ganz lange und bis heute immer noch von diesem Ständegedanken geprägt ist und von diesem Zunftgedanken, dass man dort zu arbeiten hat, wo man hingestellt wird. Jetzt komme ich zu dem lutherschen Judenhass, der, wie ich gesagt habe und wie ich sage, nur zusammenzudenken ist mit dem Arbeitsbegriff von Martin Luther. Neben dem Berufsbegriff prägte der Reformator die bis heute virulente Auffassung von der ehrlichen deutschen Arbeit und der unehrlichen jüdischen Arbeit. In seiner Schrift von 1543, Wider die Juden und ihre Lügen, stellte er Juden auf die Stufe mit Teufeln und predigte,
Sie leben bei uns zu Hause unter unserem Schutz und Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gassen, und die Fürsten und die Obrigkeit sitzen dabei, schnarchen und haben das Maul offen, lassen die Juden aus ihrem offenen Beutel und Kasten nehmen, stehlen und rauben, was sie wollen. Das heißt, sie lassen sich selbst und ihre Untertanen durch der Juden Wucher schinden und aussaugen und mit ihrem eigenen Geld sich zu Bettlern machen. Wenn ein Dieb 10 Gulden stiehlt, so muss er hängen. Raubt er auf der Straße, so ist der Kopf verloren. Aber ein Jude, wenn er 10 Tonnen stiehlt und raubt durch seinen Wucher, so ist er uns lieber als Gott selber. Luther schrieb weiter: Jawohl, sie halten uns Christen in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten im nassen Schweiß, Geld und Gut gewinnen. Sitzen sie dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein von dem Unseren und in dem Unseren. Sind also unsere Herren, wir ihre Knechte, mit unserem eigenen Gut, Schweiß und Arbeit, fluchen danach unserem Herrn und uns zu Lohn und Dank. Vergessen ist hier schon bei Luther die Tatsache, die ich vorhin erwähnt habe, dass Christen den Juden Arbeitsverbote erteilt und sie zum Geldverleih gedrängt hatten. Stattdessen verschärft der Reformator das bereits verbreitete Stereotyp vom Wucherjuden. Luther war nicht der erste deutsche Theologe, der in derartiger Weise gegen Juden hetzte, aber er war der erste, der diese antijüdischen Äußerungen über das Wucherkapital mit Vorschlägen verband, gegen die Juden vorzugehen. Also er rief zu antijüdischen Verbrechen auf, um sich an den Juden für deren angebliche Ausbeutung deutscher Arbeit zu rächen, rief er in seiner Schrift von 1543 zu folgenden Taten auf. Moses schreibt in Deutero 13, dass wo eine Stadt Abgötterei triebe, soll man sie mit Feuer ganz verstören und nichts davon behalten. Und wenn er jetzt lebte, also Moses, so würde er der Erste sein, der der Juden Schulen und Häuser ansteckt und nicht Not ist, dass sie zu solcher Abgötterei eigenfreie Kirchen haben sollten. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser dergleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbige drinnen, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder einen Stall tun wie die Zigeuner, auf dass sie wissen, sie seien nicht Herr in unserem Lande, wie sie rühmen. Zitat Ende. Hier fasste Luther also bereits die beiden Hauptopfergruppen des Nationalsozialismus, Juden und Sinti und Roma, zu zentralen deutschen Angriffsobjekten zusammen. Er fuhr in seinem antijüdischen Aktionsplan fort. Zitat: Zum Dritten, dass man ihnen nehmen, alle ihre Betbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum Vierten, dass man ihnen ihren Rabbinern bei Leid und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold. Alles, was sie haben, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst keine andere Nahrung haben. Zum Siebten, und jetzt kommt die Arbeit, zum Siebten, dass man den jungen Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Denn es taugt nicht, dass sie uns verfluchten Goyim wollen lassen im Schweiß unseres Angesichtes arbeiten und sie, die heiligen Leute, wollen es hinter dem Ofen mit faulen Tagen, Feisten und Pompen verzehren und darauf rühmen lästerlich, dass sie der Herren, der Christen Herren wären von unserem Schweiß. Sonst müsste man ihnen das faule Schelmenbein aus dem Rücken vertreiben. Besorgen wir uns aber, dass sie uns möchten an Leib, Weib, Kind, Gesinde,
Vieh und so weiter Schaden tun, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, dass solche edlen Herren der Welt und giftige, bittere Würmer keiner Arbeit gewöhnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Goyim. Das heißt, weil sie also nicht bereit sein werden oder weil sie nicht richtig arbeiten werden. Deswegen, so lasst uns mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Land ausgetrieben. Darum immer weg mit ihnen. Das heißt, Luther forderte auf, dass die jungen Juden zuerst zur Zwangsarbeit herangezogen werden und danach sollten alle Juden vertrieben werden. So viel erstmal zur Reformation, damit wir auch noch zu den Jahrhunderten danach kommen. Ich denke, wir kommen, oder ich hoffe, wir kommen in der Diskussion darauf zurück. Ich sage jetzt etwas über die Jahrhunderte nach der Reformation bis zum 19. Jahrhundert. Dann mache ich noch mal ein Kapitel über das 19. Jahrhundert, weil das ganz wichtig ist, bezogen auf die Einführung der Gewerbefreiheit und die Judenemanzipation, aber auch auf das 300. Jubiläum der Reformation im Jahr 1817, also 200 Jahre vor dem jetzigen Luther-Jubiläum. Und danach komme ich zum Nationalsozialismus. Wie hat sich dieser Berufsbegriff, dieser Arbeitsbegriff der Reformation von Luther in den deutschen Gebieten durchgesetzt? Dazu sind zwei Stichwörter ganz wichtig. Das erste ist das Verbot des Bettelns direkt im Zuge der Reformation. Die ersten Armenordnung und Polizeiordnungen wurden während der Reformation verhängt. Und auch das hatte Luther in seinen Schriften gefordert, bereits in den 1520er Jahren, dass man also das Betteln verbieten sollte und alle Menschen, die arbeitsfähig sind, also alle Bettler, also alle Obdachlosen, alle Herumtreiber, dass man die zur Arbeit heranziehen sollte und wenn sie nicht dazu bereit sind, dann kriminalisieren, das heißt in Gefängnisse, in Zuchthäuser stecken sollte. Das war der Bezug auf die Bettelei. Vorher, das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich, vor der Reformation war das Almosengeben ja etwas Gottgefälliges, weil man dachte, durch Almosen an Arme kann man sich von seinen Sünden reinigen und tut man einen Beitrag dafür, um in das Himmelreich zu kommen. Das heißt, das Almosengeben an Bettler auf der Straße war vor der Reformation etwas ganz Verbreitetes und es musste erst durch diese Armenordnung und durch die repressiven Organe der Städte vor allen Dingen und der Kommunen dann nach und nach durchgesetzt werden, dass Menschen nicht mehr so freigebig an Bettler, an Arme auf der Straße ihre Almosen verteilt haben, sondern dass man diese Menschen, die dort bisher auf der Straße Geld gefordert hatten von den Reichen oder nach Geld gebettelt haben, dass man die dann zur Arbeit herangezogen hat. Und eine wesentliche Institution, mit der ich mich dann jetzt näher beschäftigt habe in meiner Forschung, die in dieser ganzen Diskussion um das Lutherjahr eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, das sind die Arbeitshäuser. Arbeitshäuser wurden gegründet und Zuchthäuser im Zuge der Reformation und zwar ab dem 16. Jahrhundert. Das erste Arbeitshaus gründete sich in Großbritannien. Das hatte da aber keine großen Folgen und keine großen Nachinstitutionen im 16. Jahrhundert. Die Modellanstalt der Arbeitshäuser, die öffnete Ende des 16. Jahrhunderts, also um 1590 in Amsterdam. Nun werdet ihr sagen, Amsterdam ist nicht Deutschland, was hat das mit dem deutschen Arbeitsbegriff zu tun? Aber Amsterdam
Die Niederlanden waren zu diesem Zeitpunkt noch Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Also da gab es ganz enge Verbindungen zwischen Amsterdam und den deutschen Städten, die wir heute zu Deutschland rechnen. Und Amsterdam war eben auch sehr stark protestantisch geprägt und war damals eine große Handelsmetropole. Muss man eben wieder ein bisschen was nach oben holen. Die Reformation führte also zunächst zur kirchlichen und staatlichen Bekämpfung des Bettelns, das heißt des Müßigganges, und zur Einführung der Arbeitspflicht bzw. der Zwangsarbeit für alle arbeitsfähigen, aber arbeitsunwilligen Bettler und Armen. Erstere, also die Bettler, die nicht arbeitsfähig waren, wurden zu Objekten sozialer Fürsorge. Die Zweiteren, die arbeitsfähig waren, aber nicht arbeiten wollten, zu Objekten der Kriminalpolitik. Das Amsterdamer Tuchthuis, auf Deutsch Zuchthaus, auch dieser Begriff ist sehr interessant, wenn man sich sprachlich anschaut. Und auch dieser Begriff der Zucht, des Zuchthauses, entstand im Zuge der Reformation. Wenn man sich die Lutherschriften von den 1520er Jahren anschaut, dann findet man dort noch viel mehr den Begriff des Gefängnisses. Also Gefängnis ging quasi, dieser Begriff ging dem Begriff des Zuchthauses voran. Und Zuchthaus meint ja viel mehr als Gefängnis. Also Gefängnis meint, dass man die Menschen einsperrt, dass man Kriminelle einsperrt. Aber Zuchthaus, da ist der Gedanke der Zucht mit verbunden, das heißt der Erziehung, dass man die Menschen, die in ein Zuchthaus kommen, erzieht. Und vor allen Dingen war das Zuchthaus damals dafür da, die Menschen zur Arbeit zu erziehen. Ja? Und so wurde eben diese erste Einrichtung in Amsterdam Tuchthuis genannt, und später setzte sich im deutschen Bereich mehr und mehr der Begriff Arbeitshaus durch, aber auch der Begriff Zuchthaus ist ja bis heute im deutschen Sprachgebrauch noch verbreitet. Die ersten Arbeitshäuser bildeten sich also in den niederländischen Städten Amsterdam, Leeuwarden und Groningen. Aber dann entstand das erste Arbeitshaus in Deutschland, und zwar kurz nachdem in Amsterdam, und das erste Arbeitshaus in Deutschland entstand in Bremen. Am 28. Januar 1609 erließ der Rat der Stadt Bremen eine eigene Zuchthausordnung, die sich ausgerichtet auf Bremer Verhältnisse am Amsterdamer Vorbild orientierte. Kurz darauf öffneten Arbeitshäuser in den protestantischen, ökonomisch prosperierenden Hansestädten Lübeck, Hamburg und Danzig 1613, 1620 und 1629, die mit Amsterdam in engen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch standen. Der Architekt des Spinnhauses in Hamburg, da habt ihr wieder einen neuen Begriff, Spinnhaus. Da merkt ihr also auch schon, was in diesen Arbeitshäusern vor allen Dingen getan wurde, gearbeitet wurde. Das war die Textilindustrie. Und die Textilindustrie, die bildete sozusagen den ersten großen Boom des Kapitalismus. Das kennen wir aus den Schriften von Karl Marx und Engels, die sich mit der britischen Textilindustrie beschäftigt haben, im Zentralen. Aber die Textilindustrie entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg, und für den deutschen Bereich entwickelte sich die Textilindustrie ganz maßgeblich aus der Zwangsarbeit in den Zucht- und Arbeitshäusern. In den katholischen Städten wie zum Beispiel Köln und Münster entstanden erst später Arbeitshäuser, das heißt erst Ende des 17. oder im Laufe des 18. Jahrhunderts. Das heißt, die katholischen Gebiete waren da etwa 100 Jahre später als die protestantischen Gebiete. Die Zielsetzung der deutschen Arbeitshäuser im 17. und 18. Jahrhundert offenbarte sich schon in der Inschrift von Eingangsportalen bzw. Torbögen der Arbeitshäuser. Hier zwei Beispiele. Die Inschrift auf dem Zuchthaus in Leipzig lautet auf Lateinisch: Et improbis coercendis et quos deseruit sane mentis usura custodiensis. Die deutsche Übersetzung: zur Zähmung der Unehrlichen und zur Bewahrung derer,
die der Gebrauch des gesunden Verstandes im Stich gelassen hat. Die Inschrift auf dem Arbeits- und Zuchthaus in Hamburg lautete Labore nutrior, labore plector. Die deutsche Übersetzung: Durch Arbeit werde ich genährt, durch Arbeit büße ich. Das führt mich dazu, noch etwas zu erwähnen, was ich gerade vergessen habe. Ich habe ja gesagt, dass Luther sich einerseits auf die Stelle bei Jesus Sirach bezogen hat bei seinem Arbeitsbegriff und andererseits auf den Apostel Paulus. Was ich vergessen habe, ist ein ganz zentraler Satz bei Paulus, der lautet: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und dieser Paulus-Satz wurde eben ganz zentral für die Ideologie der Arbeitshäuser und der Zuchthäuser. Deswegen auch dieser Spruch auf dem Eingangstor in Hamburg. Auf dem Eingangstor in Amsterdam zähmte ein in Stein gemeißelter Fuhrmann wilde Pferde, und über ihm sowie auf der Geißelsäule im Innenhof thronte die Geißel schwingende Castigatio. Das ist eine Allegorie, also ein Bild. Die Geißel schwingende Castigatio, die persönliche Züchtigung, die thronte auf dem Eingangstor und auf der Geißelsäule. Und die Geißelsäule bringt mich dazu, noch einen weiteren Aspekt der Arbeitshäuser zu erwähnen. Ich habe jetzt erst vor kurzem dieses wichtige Buch gelesen, das heißt Arbeit macht tot und ist von Tibor Wohl. Tibor Wohl war ein tschechischer Häftling des Vernichtungslagers Auschwitz, und er war beschäftigt als Zwangsarbeiter in den Buna-Werken der IG Farben, also des deutschen großen Chemiekonzernes während des Nationalsozialismus. Tibor Wohl hat also seine Erinnerungen an die Buna-Werke und an Auschwitz in diesem wichtigen Buch Arbeit macht tot zusammengefasst. Und was mir da so kalt über den Rücken gelaufen ist, nach meiner Beschäftigung mit den Arbeitshäusern, sind die Strafmaßnahmen, denen die Häftlinge in den Buna-Werken oder in den Arbeitskolonnen in Auschwitz, das heißt für die Häftlinge, die nicht sofort zur Vernichtung, zur Vergasung vorgesehen waren, welche Strafmaßnahmen die bekommen haben, wenn sie zum Beispiel nur ein Stück Brot zu sich genommen haben, was ihnen nicht zustand. Wenn sie das aus jemand anders aus der Tasche genommen haben, dann bekamen sie die 25, so sagt das Tibor Wohl. Das heißt, diese Konzentrationslagerhäftlinge wurden auf dem Appellplatz vor allen anderen Häftlingen auf einen Bock gelegt und bekamen 25 Schläge mit einem harten Stock oder mit der Peitsche. Mir ist das da bei der Lektüre so kalt über den Rücken gelaufen, weil ich kurz vorher über die Arbeitshäuser gelesen hatte, dass es dort auch feste Strafmaßnahmen gab, und dazu gehörte für jeden Internierten in einem deutschen Arbeitshaus der sogenannte Willkommen und der sogenannte Abschied. Da gab es also die Geißelsäule auf den Plätzen der Arbeitshäuser, also auch einen öffentlichen Versammlungsplatz und einen Folterplatz. Und man nannte das früher auch den Pranger. Also an der Geißelsäule oder an dem Pranger wurde jeder Häftling eines Arbeitshauses bei seiner Ankunft in dem Arbeitshaus öffentlich vor allen anderen Häftlingen zum Willkommen verprügelt. Und das Gleiche passierte mit jedem Häftling eines Arbeitshauses beim Abschied. Das heißt, bevor, man hat ja sozusagen diese Menschen in den Arbeitshäusern so lange gelassen oder lassen wollen, bis sie zu arbeitsfähigen, bis sie zu gehorsamen Arbeitern, die man auf die freie Gesellschaft oder auf die deutsche, preußische Gesellschaft loslassen wollte, dann erzogen hatte. Aber bevor man sie rausgelassen hat, hat man ihnen zum Abschied noch einmal öffentlich eine Tracht Prügel verabreicht, den sogenannten Abschied. So viel, auch das war natürlich viel zu kurz, aber wir haben ja heute nicht so lange Zeit. Etwas zu den Arbeitshäusern und der
Internalisierung, so sage ich das, die Internalisierung des deutschen Arbeitsverständnisses, des deutschen Arbeitsbegriffes in diesen Jahrhunderten nach der Reformation, das heißt in dem 17. und 18. Jahrhundert wurde dieser Arbeitsgeist vor allen Dingen in den Arbeitshäusern, in den Zuchthäusern, dann aber auch in den Manufakturen und in den entstehenden Fabriken durchgesetzt. Und darüber hinaus, das wisst ihr auch, gab es immer noch die Leibeigenschaft. Das heißt, auch auf den Ländereien wurden die einfachen Arbeiter, die Bauern immer weiter als Leibeigene geknechtet und wurde ihnen auch dieser Arbeitsbegriff beigebracht. Beigebracht heißt nicht nur durch Strafen und durch Prügel, sondern wie ihr euch denken könnt, auch durch Predigten. Also in den Arbeitshäusern gab es fast überall Pastoren, die dort angestellt waren. In den Arbeitshäusern entstanden auch die ersten Schulen, die ersten Arbeitsschulen, wo die Menschen vor allen Dingen dann spinnen oder weben gelernt haben. Und darüber hinaus bekamen sie eine religiöse Unterweisung und wurden dann also im größten Teil der deutschen Arbeitshäuser in die lutheranischen Theologie vertraut gemacht, oder das wurde ihnen eingeredet. Gut oder nicht gut, so viel im Kurzdurchlauf zu diesen beiden Jahrhunderten, jetzt zu dem vor dem Nationalsozialismus entscheidenden Jahrhundert, nämlich dem 19. Jahrhundert. Da hatte sich, wie ihr wisst, die Französische Revolution ereignet und im Zuge der Französischen Revolution auch die Besetzung der deutschen Gebiete durch die Truppen Napoleons. Und im Zuge der Französischen Revolution wurde die Gewerbefreiheit erlassen und fast gleichzeitig die Judenemanzipation. Das heißt, im Denken der Bevölkerung, vor allen Dingen der deutschen Bevölkerung, wurden diese beiden Maßnahmen auch verwoben. Man hat sozusagen jetzt diesen Zunftgeist, diese gebundene Arbeitsorganisation aufgehoben, wenn auch im deutschen Bereich nur sehr rudimentär oder sehr nur teilweise, aber es gab die Gewerbefreiheit. Das heißt, Juden durften jetzt auch andere Berufe ergreifen mit der Gewerbefreiheit und ihnen wurden andere bürgerliche Rechte erteilt. Aber im Bewusstsein des großen Teils der deutschen Bevölkerung waren das keine Maßnahmen, die gewollt waren, sondern die man so empfunden hat, dass sie vom französischen Besatzer oder von außen den Deutschen aufgezwungen wurden. Und gleichzeitig kam es nach dem Abzug der Truppen von Napoleon, also nach der Völkerschlacht von Leipzig, nach 1812, 1813 zu einer Wirtschaftskrise in den deutschen Gebieten. Die hatte unter anderem etwas mit der Aufhebung der Kontinentalsperre zu tun. England war zu diesem Zeitpunkt, wie ihr alle wisst, eine fortgeschrittenere wirtschaftliche Gesellschaft. Der Kapitalismus hatte sich dort schon viel schneller entwickelt. Auch dadurch, dass der Zunftgedanke und die Zünfte in England schon viel früher aufgehoben waren als zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich. Also die Kontinentalsperre hat dadurch, dass der englische Kapitalismus so weit fortgeschritten war, günstige englische Waren, verarbeitete Waren nach Deutschland gebracht, sodass die deutschen Handwerker und auch die deutschen Bauern dadurch ihre Produkte nicht mehr so gut verkaufen konnten, weil es jetzt billige englische Waren gab. Und so kam es im Zuge der Einführung der Gewerbefreiheit und des Abzugs der französischen Truppen zu einer Wirtschaftskrise. Amtlichen Berichten zufolge wurde der Judenhass unter der Landbevölkerung und dem handwerklichen Kleinbürgertum in den Städten von Demagogen und Geistlichen geflissentlich geschürt. Besondere Aufmerksamkeit erregten in der Phase nationalistischer Pogromstimmung seit 1812, die ihren Nährboden unter anderem in der Unzufriedenheit der Bauern und Handwerker über ihre prekäre wirtschaftliche Lage fand, zwei Flugschriften. Die erste mit dem Titel »Über die Ansprüche der Juden auf das deutsche Bürgerrecht« sprach den Juden dieses Recht für alle Zeiten ab. Die Schrift erschien 1815 in Berlin und der Verfasser
war der Professor an der Universität Berlin, Friedrich Rüß. Er plädierte für die Wiedereinführung der mittelalterlichen Kennzeichnung der Juden, den gelben Fleck, damit der Deutsche seinen hebräischen Feind erkenne. Wie Luther in seinen Frühschriften sprach sich Rüß für die Missionierung von Juden zum Christentum aus, um auf diese Weise die Auslöschung des Judentums zu bewirken. Rüß erhielt den Titel eines königlich-preußischen Historiographen, die höchste Ehre, die der König einem Historiker erweisen konnte. Verfasser des zweiten Pamphletes mit dem Titel über die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden. Verfasser war der Kant-Schüler Jakob Friedrich Fries, der an der Heidelberger Universität lehrte. Für Fries waren die Juden eine Trödlerkaste, eine Schmarotzerpflanze, Blutsauger, ja eine Volkskrankheit. Zur Warnung sollten die Juden wieder gezwungen werden, ein besonderes Zeichen an ihrer Kleidung zu tragen. Veröffentlicht wurde seine Schrift in den Heidelberger Jahrbüchern, laut verlesen wurde sie in den Heidelberger Wirtshäusern, unter anderem von der dort sich zusammenfindenden Studentenschaft oder den ersten Burschenschaften, die sich in dieser Zeit an den Universitäten gründeten. Augenblick nochmal zurück. Martin Luthers hasserfüllte Pamphlete gegen die Juden hatten im deutschen Sprachraum einen publizistischen Maßstab gesetzt. Für die antijüdischen Autoren, also zum Beispiel Fries und Rüß, der Befreiungskriege und der Restaurationszeit, war es ein leichtes, Luthers Invektiven für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Männer wie Rüß, Fries oder Turnvater Jahn bedienten sich fleißig, um die Juden von einer Beteiligung am deutschen Nationalstaat christlicher Prägung auszuschließen. Der Chauvinismus von Rüß, Fries und Jahn rief eine Flut judenfeindlicher Schriften hervor und trug maßgeblich zur Bildung der Burschenschaften bei. Dem Ende der Kontinentalsperre im Jahr 1813 folgte, wie gesagt, die Einfuhr günstiger englischer Waren. Eine Hunger- und Wirtschaftskrise verstärkte in den Jahren 1816 und 1817 die Neigung der Deutschen zu Verschwörungstheorien. Diese brachen sich 1819 in den sogenannten Hep-Hep-Unruhen Bahn. Deren, also die Initialzündung der Hep-Hep-Unruhen, bildete das Wartburgfest vom 18. Oktober 1817. Ich hatte mir das in den letzten Jahrzehnten, bevor ich mich jetzt so intensiv mit Luther und dem Reformationsjahr beschäftigt habe, nie so stark ins Bewusstsein gerufen, dass das Wartburgfest, das ja so ein Initialfest war für den deutschen Nationalismus, dass das sozusagen wirklich auf der Wartburg gefeiert wurde, das heißt dort, wo Luther die Bibel übersetzt hat, und dass das kein Zufall war, dass dieses Fest auf der Wartburg stattfand. Warum war es kein Zufall? Weil dieses Fest im Jahre 1817 zum 300. Jahrestag der Reformation dort gefeiert wurde. Wer kam am 18. Oktober 1817 auf der Wartburg zusammen? Dort versammelten sich anlässlich des 300. Jahrestages der Reformation und des 4. Jahrestages der Völkerschlacht von Leipzig auf Initiative von Turnvater Jahn und Professor Fries circa 500 Studentinnen und Studenten von 14 zumeist protestantischen Universitäten. Die Anwesenden forderten die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Die Fahne des Wartburgfestes war die erste, die die Farben Schwarz-Rot-Gold trug, den späteren deutschen Nationalfahnen. Farben. Viele Teilnehmer hatten in den Befreiungskriegen in Anführungsstrichen, im Freikorps oder als freiwillige Jäger gekämpft. Das Wartburgfest wurde zum Gründungsakt der deutschen Burschenschaften, die in den 20er Jahren den Aufstieg der NSDAP massiv unterstützten und deren Mitglieder Heinrich Mann in seinem wichtigen Roman »Der Untertan« porträtierte.
Unter den Professoren auf dem Wartburgfest war auch Jakob Friedrich Fries. Er sprach die Juden in einer Rede für den wachsenden Einfluss des Geldes in der Gesellschaft schuldig und erläuterte seine Vorstellungen, wie die deutsche Einheit zu verwirklichen sei. Die Festteilnehmer feierten den deutschen Reformator Martin Luther. Dieser habe durch seine innerhalb von 11 Wochen auf der Wartburg realisierte Bibelübersetzung der deutschen Sprache verbindliche Gestalt gegeben und ein Zeichen gegen die, Zitat, kulturelle Fremdherrschaft gesetzt. Der Theologiestudent Riemann erhob Luther zum deutschen Freiheitshelden. Nach dem Vortrag von Professor Fries sang die Versammlung auf der Wartburg den protestantischen Choral »Nun danket alle Gott« von 1636, war ein Zahlendreher. Dieser Choral, der seit der Schlacht von Leuthen im Siebenjährigen Krieg zu einer deutschen Hymne avanciert war. Der offizielle Teil des Wartburgfestes endete mit einem Schlusssegen. Beim anschließenden Festessen wurden Trinksprüche und Hochrufe auf Luther und 3 Gefallene der Befreiungskriege angebracht. Der französische Historiker Étienne François beschrieb das Wartburgfest als Mischung aus protestantischem Gottesdienst und politischer Kundgebung. Nach dem Festessen zogen die Studenten auf den nahegelegenen Wartenberg. Dort hatten Mitglieder des Landsturmes zum Gedenken an die Völkerschlacht von Leipzig, Völkerschlacht, mehrere Siegesfeuer entzündet. Es folgte eine Bücherverbrennung. Verbrannt wurden Schriften, die die Kleinstaaterei verteidigten und solche, die die deutsche Nationalbewegung und deren Vertreter schmähten. Zu ihnen gehörte die Broschüre »Germanomanie« des jüdischen Autors Saul Ascher, in der dieser Nationalismus und Deutschtümelei verurteilte. Die Verbrennung dieser Schrift veranlasste Heinrich Heine zu der Prophezeiung: »Dies war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.« In die Flammen geworfen wurde auch das Buch »Geschichte des Deutschen Reiches« von August von Kotzebue. Dieser deutsche Dramatiker und Schriftsteller war zeitweise Direktor des Wiener Hoftheaters gewesen und in seinen letzten Lebensjahren als russischer Generalkonsul tätig. In der von ihm vorgelegten, verlegten literarischen Wochenblatt verspottete Kotzebue den von Studenten und Burschenschaften verehrten Turnvater Jahn und die Ideologie der deutschen Nationalbewegung. 2,5 Jahre nach dem Wartburgfest, am 23. März 1819, erstach der Jenaer Burschenschafter und Theologiestudent Karl Ludwig Sand den Schriftsteller Kotzebue vor seinem Haus in Mannheim und rief dabei: »Hier, du Verräter des Vaterlandes!« In den Monaten nach dem Wartburgfest steigerte sich die Pogromstimmung gegen die Emanzipation der Juden, denen eine Unterstützung des Freihandels und der Franzosen vorgeworfen wurden. Die Hep-Hep-Unruhen begannen in Würzburg und breiteten sich aus nach Bamberg, Bayreuth, Heidelberg, Frankfurt, Karlsruhe, München, Mannheim und in andere Orte der deutschen Fürstentümer. Der Mob versammelte sich, teils spontan, teils verabredet, zu antijüdischen Demonstrationen, beschimpfte, bedrohte und misshandelte jüdische Bürger, griff ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnungen an und plünderte diese, zerbrach Scheiben, zerstörte Haustüren und demolierte Geschäftsschilder. Juden, die sich zur Wehr setzten, wurden zusammengeschlagen. Das war das Jahr 1819, das war mehr als 100 Jahre vor der Reichskristallnacht. Das führt mich jetzt zum Übergang zum letzten Kapitel, zum Nationalsozialismus. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Geduld. Dafür brauche ich vielleicht noch so 5 bis 10 Minuten und dann können wir diskutieren. 1933 wurde Vollzug gemeldet. In den Monaten des Machtantrittes der NSDAP wurde anlässlich des 450. Geburtstags des Reformators Martin Luther
das Lutherjahr gefeiert. Das heißt, wir haben nicht nur in diesem Jahr 2017 das Lutherjahr, sondern bereits 1933 wurde in Deutschland ein Lutherjahr gefeiert. Im selben Jahr, in dem Adolf Hitler die Macht antrat. Der Mönch aus Eisleben wurde 1933 zum deutschen Revolutionär stilisiert, dessen Lebenswerk jetzt von Adolf Hitler vollendet werde. Hitler sah sich selbst in der Tradition von Luther, Friedrich dem Großen, Bismarck und Richard Wagner. Nach den Reichstagswahlen am 5. März 1933 wurde am 21. März anlässlich der konstituierenden Sitzung des Reichstages der Tag von Potsdam begangen. Vor der Garnisonkirche von Potsdam, die jetzt aktuell wieder aufgebaut werden soll. Vor der Garnisonskirche in Potsdam, in der der evangelische Festgottesdienst für die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Reichstag gefeiert wurde, kam es zum Handschlag zwischen Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg. Otto Dibelius, Generalsuperintendent der Kurmark, also Generalsuperintendent der evangelischen Kirche, versuchte in seiner Predigt unter Verweis auf Luther und seinen Berufungsgedanken mit folgenden Worten jeden Widerstand gegen den neuen nationalsozialistischen Staat im Keim zu ersticken. Zitat Dibelius: Wir haben von Martin Luther gelernt, dass die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart und rücksichtslos schaltet. Das heißt, wenn die Staatsgewalt hart und rücksichtslos schaltet, darf der evangelische Christ ihr nicht in den Arm fallen, sagt Dibelius im März 33 in der Potsdamer Garnisonkirche. Weiter sagte er: Wir kennen die furchtbaren Worte, mit denen Martin Luther im Bauernkrieg die Obrigkeit aufgerufen hat, schonungslos vorzugehen, damit wieder Ordnung im Land werde. Zitat Ende. Millionen von Deutschen hörten die Live-Übertragung am Radio oder damals sagte man Volksempfänger in Reden und Predigten des Tages von Potsdam und glaubten an die große Verbrüderung zwischen preußischer Tradition und Protestantismus, die sie in Paul von Hindenburg verkörpert sahen, und dem Nationalsozialismus. In vielen Predigten und Kommentaren wurde die nationalsozialistische Revolution anschließend auf eine Stufe mit der Reformation von 1517 gestellt. Der Kirchenhistoriker Hans Preuß schrieb in der Herbstausgabe der evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung in einem Artikel über Luther und Hitler: Luther beginnt sein größtes Werk, die Bibelübersetzung, auf der Wartburg. Hitler schreibt Mein Kampf auf der Festung Landsberg. Beide lieben ihr Deutschland, sind erdverbunden, Feinde von Zins und Wucher und kämpfen leidenschaftlich gegen das Judentum. Ihr seht also, dass der Begriff des Wuchers, den wir schon aus dem 15., 16. Jahrhundert kennen, bis dorthin weiter wucherte. Die Zahl der Publikationen von Luthers Spätschriften stieg im Dritten Reich sprunghaft an. Der Stürmer bezog sich in vielen Ausgaben auf Luthers Pamphlete gegen die Juden. Die Nationalkirche, das Monatsblatt der deutschen Christen, warb 1938 für ein Buch mit dem Titel »Luther fordert Synagogenbrand«. Der Thüringer Landesbischof Martin Sasse feierte im November 1938 die Reichspogromnacht und Luthers Geburtstag in einem Atemzug. Die Reichspogromnacht und Luthers Geburtstag wird in einem Atemzug gefeiert. Zitat: Der Geburtstag Martin Luthers, wahrlich kein größerer Dienst hätte ihm gebracht werden können. Das bezog sich auf die abgebrannten jüdischen Synagogen. Kurz darauf veröffentlichte der Theologe Sasse unter dem Titel Weg mit Ihnen ein Kompendium der antisemitischen Äußerungen Luthers, das bis zum Ende des Jahres 1938 bereits eine Auflage von 100.000 Exemplaren erreichte. In seinem Vorwort, das er am 21. November 1938 in der Wartburgstadt Eisenach schrieb,
brachte Sasse seine Freude über die aktuellen Ereignisse mit den Worten zum Ausdruck: Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird zur Sühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath durch Judenhand die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiete im neuen Deutschland endgültig gebrochen. Zitat Ende. Dann empfahl Sasse die Lektüre des so wörtlich größten Antisemiten seiner Zeit. Gemeint war Martin Luther. Jetzt komme ich zum Schluss. Auch im Kinofilm Jud Süß von Veit Harlan, dem antisemitischen Propagandastreifen der NS-Zeit schlechthin, diente Martin Luther als Kronzeuge. Als Vertreter der Landstände protestiert General Röder in dem Film bei Herzog Karl Alexander gegen die Aufhebung der Judensperre in Stuttgart. Röder richtet sich an den Herzog mit den Worten: Schickt die Juden weg. Wenn der Herzog schon nicht auf die Verfassung höre, so müsse er doch Luthers Rat befolgen. Zitat: Darum wisse du, lieber Christ, dass du nächst dem Teufel keinen giftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Dann wiederholte Röder Luthers Forderungen, die Synagogen und Schulen der Juden niederzubrennen, ihnen das Handwerk zu legen und den Wucher zu verbieten. So kann es nicht verwundern, dass bis weit in die bekennende Kirche hinein eine tiefsitzende antijüdische Einstellung verbreitet war, die sich auf Luther berufen konnte. Am 29. April 1946 verhörte der Internationale Gerichtshof in Nürnberg den Herausgeber des nationalsozialistischen Hetzblattes Der Stürmer, Julius Streicher. Auf die Frage seines Verteidigers, ob es in Deutschland noch andere Presseerzeugnisse gegeben habe, die die Judenfrage im judengegnerischen Sinne behandelten, erklärte Streicher: Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. So wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße sicher heute hier an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch von den Juden und ihren Lügen schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten. Zitat Ende. Nur der letzte Teilsatz entsprach nicht ganz der Wahrheit. Luther rief, wie ihr gehört hattet, nicht direkt zur Vernichtung, sondern zur Vertreibung der Juden auf. Streicher entnahm Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen auch den Titel eines antisemitischen Bilderbuches, das in seinem Verlag erschien. Der Titel dieses Kinderbuches, das Zitat aus Luthers Schrift: Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Die Kontinuitätslinie von Luthers antijüdischen Aufrufen zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zog Karl Jaspers, der wie ein Rufer in der Wüste nach 1945 die Schuldfrage stellte. 1946 besuchte ihn der junge US-amerikanische Schriftsteller Melvin Lesky, der mit dem Philosophen Jaspers über die deutsche Vergangenheit sprechen wollte und sich auf Goethe und Lessing bezog. Lassen Sie das, entgegnete Jaspers schroff. Dieser Teufel steckt in uns seit langem. Wollen Sie eine der Quellen sehen? Hier ist sie. Dann langte Jaspers in sein Bücherregal hinter sich und zog Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen hervor. Da ist es, sagte er. Da steht das ganze Programm der Hitlerzeit schon. In einer späteren Stellungnahme ergänzte Jaspers: Was Hitler getan hat, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung in den Gaskammern. Luthers Schriften wurden zur Zeit des Nationalsozialismus nicht missbraucht, wie heute oft behauptet wird. Sie entfalteten stattdessen die von Luther selbst propagierte Wirkung. Klare Worte über die Schuld deutscher Christen sprach der jüdische Theologe und israelische Journalist
Shalom ben Chorin zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht im Ulmer Münster. Zitat: Auschwitz war der Bankrott des Christentums. Zitat Ende. Noch konkreter müsste es heißen: Auschwitz war der Bankrott der Reformation und des von Luther geprägten deutschen Christentums. Es war nicht die Ordnung von 1789, wie Max Horkheimer meinte, die von Anbeginn die Tendenz zum Nationalsozialismus in sich trug und auch nicht die latente Tendenz zur Selbstaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, wie Joachim Bruhn 1994 schrieb, die in die Barbarei von Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor und anderer Vernichtungslager umschlug. Es war die deutsche Ordnung von 1517, die in Wittenberg begründet wurde und die deutsche bürgerlich-christliche Gesellschaft, die sich seit der Reformation über Arbeitswahn und Judenhass konstituierte, die in der Shoah ihre Endlösung fand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich habe nur. Ja, erst da und dann hinten? Mach du. Mach du. Nee, kannst du auch. Ja, erst vorne, ja. Ich habe nur eine begriffliche Frage. Gibt es andere Synagogen als jüdische Synagogen? Natürlich nicht, Entschuldigung. Ja, da habe ich mich nur gewundert. Ja, das war ein sprachlicher Versprecher. Tut mir leid. Sorry. Ich hätte eine Frage, und zwar. Irgendwann ist, also natürlich erkennt irgendwann die, auch die Arbeitsethik des Nationalsozialismus, aber irgendwann brach so ein bisschen in deiner Darstellung der deutsche Arbeitswahn als eine der beiden Linien, die du am Anfang stärker verfolgt hast, so ein bisschen ab und bist eigentlich nur noch die antisemitische Linie stärker nachgezogen, also die nationalistisch bis antisemitische Linie nachgezogen in Deutschland. Und wenn man dann wieder zurück also an den Anfang deines Vortrags springt, nämlich genau die Vernichtungslager, dann schlägt hier doch eigentlich etwas um, was in der Arbeitsethik, auch in der lutheranischen oder auch der Vorstellung, hast du das ein bisschen ja in dem historischen Beispiel dargestellt, eine Arbeitsethik, die massiv auf Produktion hin, die massiv auf die Ausbeutung und Bewerfung des Menschen hin gezielt ist und plötzlich schlägt das aber um in den Irrationalismus. Also dieser Antisemitismus, der im Nationalsozialismus nicht mehr darauf abzielt, dass irgendwas produziert wird, dass irgendwer. Sondern dass Vernichtung durch Arbeit hergestellt wird eigentlich nur noch. Und dass es halt nicht mehr eine immanente Logik gibt, außer der Vernichtung selbst, bis zu dem Punkt, ja, wo Produktivkräfte eingesetzt werden, um die Vernichtung herzustellen, wo man sie an anderer Stelle nicht mehr gebrauchen hätte können, aus der Logik eines Krieges zum Beispiel heraus. Und nein, also das ist ein Missverständnis, wenn das so rübergekommen ist, dass in der Zeit der Reformation oder den Jahren danach die Arbeit ausschließlich auf die Produktion ausgerichtet war. Also der lutherische Arbeitsbegriff, den ich versucht habe deutlich zu machen, der sagt ja, du musst da tätig sein, du sollst da Tätigkeit sein, wo du hingestellt wirst, wo du verpflichtet wirst. Und auch in dieser Periode in den Arbeitshäusern wurde nicht nur produziert, sondern war Arbeit in erster Linie eine Strafe. Ja, und gab es auch schon Arbeit nur an sich, also Arbeit um der Arbeit willen und nicht um des Produktes willen. Ja, das hat sich dann in den Arbeitshäusern, in den Manufakturen immer mehr dorthin entwickelt, dass es produktorientiert war. Aber zum Beispiel an der Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert ging den Arbeitshäusern die Arbeit aus, weil sich dann immer mehr sozusagen Manufakturen und Fabriken außerhalb der Arbeitshäuser etabliert hatten. Und bereits in dieser Phase, also an der Wende vom 18. und 19. Jahrhundert, lässt sich feststellen, dass in den Arbeitshäusern sinnlose Arbeiten für die Häftlinge gesucht wurden, damit sie mit diesen sinnlosen Arbeiten erst einerseits auf der einen Seite bestraft wurden und auf der anderen Seite erzogen wurden. Ich glaube, da vorne rechts gab es noch mal. Ja, genau. Ja. Du hattest am Anfang vor allem auch Rabbi Paulus erwähnt. Wen? Paulus. Ja. Der auch heutzutage noch in der evangelischen Kirche die zentralen Besuchungen bildet, obwohl er ja eigentlich
naja, ich sag mal, einen sehr komischen Claim auf seinen apostolischen Titel hat. Also er hat einmal eine Gottesvision, kennt Jesus aber überhaupt nicht, kennt auch die anderen Jünger Jesu nicht, was ja mit dem protestantischen Rigorismus eigentlich widerspricht, dass man eben genau prüfen soll, was jetzt in der biblischen Tradition steht. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass das Verständnis der Juden bei Paulus noch ein sehr anderes ist. Also er ist ja derjenige, der die große Missionsreise macht. Und da würde ich fragen, ob sozusagen dieses Verständnis der Arbeit, und das, also ob sozusagen nicht vielleicht schon in der paulinischen Theologie diese Verwebung von der Ablehnung der Juden und stattdessen halt ne, den guten Heiden, die jetzt bekehrt werden können, und der Aufwertung der Arbeit stattfindet. Also auch da vielleicht man zum Beispiel römische Ressentiments angeknüpft wird, mit denen man dann ja auch die Römer besser bekehren konnte, wenn man sich ja gerade das Christen von den Juden abgrenzte, was ja vorher nicht passiert war, Frau Paulus. Ja, das ist eine gute Frage. Also so, so eins zu eins würde ich das nicht sagen. Also es gab dort ja zu dieser Zeit noch eine ganz andere gesellschaftliche Konstitution, als das dann 1000 Jahre später so, der Fall war. Ne? Also von daher gab es eine andere Arbeitswelt, in Anführungsstrichen, zur Zeit von Paulus als 1500 Jahre später bei Luther. Aber dennoch gibt es in dieser Zeit schon Bezugspunkte, die darauf hindeuten. Aber noch mal zurück, damals gab es aber dieses Arbeitsverbot noch nicht. Das, was ich versucht habe, deutlich zu machen mit der Gründung der christlichen Zünfte und dieses Berufsgedankens, wo dann Juden bestimmte Berufe nicht ergreifen durften. Wir haben ganz viele Gleichnisse aus dem Neuen Testament von Jesus, die sich mit dem Seemann und anderen Menschen beschäftigen, die arbeitstätig sind in unserem heutigen Sinne. Und das waren Juden. aber was noch ganz zentral ist neben Paulus und was auch noch ganz zentral ist für die Ablehnung des Handelns mit Geld, mit dem unproduktiven Handeln, sag ich mal, das ist die Stelle, die Luther auch immer wieder zitiert und die, denke ich, auch mit der paulinischen Theologie in Verbindung steht. Das ist die Stellung der Vertreibung der Händler aus dem Tempel von Jesus. Da macht er ja quasi Tabula Rasa, und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, zu der Zeit war es tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass in Synagogen oder in Tempeln Handel getrieben wurde. Das war ja nicht nur ein Haus des Gebetes, sondern das war auch ein Haus der Versammlung. Deswegen war das überhaupt nicht ungewöhnlich, dass dort Handel getrieben wurde. Aber mit dieser Stelle der Vertreibung der Händler aus dem Tempel durch Jesus Christus grenzt sich das Christentum schon ganz stark an dieser Stelle vom Judentum ab. Ja, ich habe eine Frage sozusagen zu deinem Beginn. Also ich fand den Vortrag ganz interessant. Die Historiker würden immer sagen, muss man alles mehr kontextualisieren. Das lasse ich jetzt mal alles beiseite. Ich will jetzt auch gar nicht den Advocatus Diaboli spielen und sozusagen den Gegenangriff starten. Aber eine Frage hätte ich doch. Du sagtest, diese Generalthese von Luther bis Hitler sei sozusagen zum ersten Mal bei Goldhagen aufgekommen. Also ich kann mich an die Goldhagen-Rezension damals noch ganz gut erinnern, dass das ja gerade ein Kritikpunkt an dem Buch war und dass das als eine vollkommen überholte Forschungsansicht dargestellt wurde. Also in der Emigrantenliteratur zum Beispiel der historische Essayist Emil Ludwig hat dieses Deutungsmuster gebraucht und in der alliierten oder in der amerikanischen Publizistik hat es eine Rolle gespielt, aber sozusagen die deutschen Sozialhistoriker, die ja in allem viel schlauer sind als die restliche Welt, haben gesagt, das ist alles überkommen und falsch. Und der Goldhagen sitzt sozusagen einer alten Deutung auf. Wie würdest du dich zu dieser Forschungskontroverse, auch vor dem Hintergrund, dass du dieses schöne rote Bändlein Goldhagen und die, das ist rot, ne? Ja, ist rot. Goldhagen und die Deutsche Linke geschrieben hast. Also mitgeschrieben, wir waren ein Team, Matthias, ja. Matthias war dabei, Ulrike Becker war dabei, Jürgen Stark war dabei. Wir waren 6 bis 8 Leute. Ja. Also wie würdest du dich zu dieser Kontroverse der Forschungseinordnung, also jetzt auch vor dem Hintergrund deiner eigenen Befunde und dass du das sozusagen nochmal neu durchforscht hast,
und eine lange Kontinuitätsthese uns anbietest. Ja, nee, klar. Ich muss gestehen, dass ich diese Diskussionen aus der amerikanischen Literatur oder die Diskussionen, die dann in den Jahren direkt nach 45 da gelaufen ist, nicht richtig rezipiert habe oder nicht richtig kenne. Und das hat aber, denke ich, ganz stark da was mit zu tun, dass in unserer Geschichtswissenschaft, dass in unserer Gesellschaft diese These in den 70er, 80er Jahren mindestens überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Dass man weiter in die Geschichte zurückgucken muss, um nachzuvollziehen bestimmte Schritte, bestimmte Motive, die zum Nationalsozialismus geführt haben. Und es ist richtig, dass Luther bei Daniel Jona Goldhagen nicht systematisch vorkommt, dass er da nicht systematisch analysiert. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist eine Spurensuche. Und der Daniel Jona Goldhagen hat da eine Fährte gelegt, weil für uns damals, für uns in den 90er Jahren, war das eine Fährte, die wir versucht haben, dann durch das, was jetzt sozusagen in dem Manuskript versucht wird zu veröffentlichen, dieser Fährte nachzugehen. Also in diesen Jahrzehnten, an die ganze Diskussion, die ich aus diesen Jahrzehnten der 60er, 70er Jahre kenne, spielte diese These keine Rolle. Weitere Wortmeldung noch? Zwei Fragen. Ja, nicht ganz einige Leute, mir scheint es unvollständig, aber das ist auch mein Eindruck, man sieht hier Luther und andere Akteure gerade ihres eigenen Wahns oder ihrer eigenen Ressentiments oder ihres eigenen Hasses. Aber es vermittelt sich für mich nicht wirklich in das gesellschaftliche Geschehen, das ja doch mit der Entwicklung des Kapitalverhältnisses zu tun hat. Ja. Also mit der aufkommenden Arbeitswahl, mit der Bildung von Warenform, mit dem unbegreiflichen, abstrakten Seite des Kapitalverhältnisses. Gegen zur Lohnarbeit, also dessen, was ausgeartet und Warentausch letztendlich. Ja. Insofern wollte ich fragen, wie weit sich das beziehen würde, warum es eben gerade Deutschland war, wo diese Radikalisierung stattgefunden hat. Also, wenn der Protestantismus meinetwegen auch in Frankreich, in Niederlande oder sogar in angelsächsischen Ländern sich ausgeprägt hat, der sich dort nicht radikalisiert hat in einem eliminatorischen Antisemitismus, einem Vernichtungsantisemitismus. Inwieweit also doch bestimmte ideologische Momente sich unterscheiden, inwieweit das doch sich auch verhält zu dem, wie Kapital sich entwickelt hat, in den je spezifischen nationalen Zusammenhängen. Und die zweite Frage wäre dann bezogen auf unsere aktuelle Aktualität, also Gegenwart, inwieweit würden Sie sagen, dass diese Arbeits Vorstellung oder das Verhältnis von Bahn und Arbeit heute, zum Beispiel auch in Deutschland, eine Rolle spielt, inwieweit auch diese Projektion von raffenden und schaffenden Kapital bedeutend spielt. Das ist eine rhetorische Frage, weil wir alle wissen, dass sie eine Rolle spielen. Aber das würde mich immer interessieren, wie Sie das aktualisieren. Erstmal zu dem ersten Teil. Das ist ganz bestimmt richtig, dass das in dem Vortrag gefehlt hat, weil ich sozusagen mich jetzt hier versucht habe, auf den Luther zu konzentrieren und auf die Arbeitshäuser zu konzentrieren, auf das Wartburgfest, die Gewerbefreiheit und dann den Nationalsozialismus. Da muss man sicherlich noch viel tiefer gehen und viel länger sich damit beschäftigen, um diese Transformation dieses Arbeitsverständnisses, dieses Arbeitsbegriffes in die Köpfe und aber auch dann in die Umsetzung der Arbeitsorganisation, in die Umsetzung der kapitalistischen Verfasstheit zu verstehen und nachzuvollziehen. Und es ist ganz bestimmt ein Missverständnis, wenn jetzt der Eindruck entsteht, ich würde das 1:1 setzen und sagen, das, was Luther da geschrieben hat von 1543, das ist dann sozusagen der Grund, warum es dann zur Shoah gekommen ist oder warum sich das alles so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Da muss man natürlich noch nach vielen Dingen, anderen Dingen suchen und man muss auch noch viele, viele Zwischenschritte bedenken. Und ein Zwischenschritt, den ich aber noch gesetzt habe in meinem Manuskript, geht auf die ganz wichtige Studie des US-amerikanischen Wissenschaftlers Richard Bienetsky zurück. Richard Bienetsky hat in den 90er Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt
The Fabrication of Labour in Great Britain and Germany von 1640 bis 1914. Und der Richard Benetzky hat sich also genau das genau angeschaut, was Sie jetzt gerade bemerkt haben, also wie sich ein Arbeitsverständnis direkt am Produktionsplatz oder in der kapitalistischen Produktion, wie sich das unterschiedlich ausgeprägt hat in Großbritannien und in Deutschland oder im Deutschen Reich. Und um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, er sagt einerseits, dass sich eben die freie Marktwirtschaft, das heißt die nicht gebundene Marktwirtschaft, die ohne Zünfte, ohne diese gebundene Ökonomie entstanden ist, dass das sich in Großbritannien viel früher herausgeprägt hat, als das in Deutschland der Fall war. Und dass dieser unterschiedliche zeitliche Rahmen eben auch etwas damit zu beigetragen hat, zu dem unterschiedlichen Arbeitsverständnis. Und der wesentliche Punkt bei Benetzky ist dabei der Punkt, dass er den Arbeitsprozess mit dem Produktionsprozess oder mit dem Produkt verbindet und sagt in Großbritannien, jetzt nur mal als eine Beschreibungsform, war es am Anfang der Herausbildung der Manufakturen und der Fabriken möglich, dass man quasi als Gemeinschaft ein Kleidungsstück herstellen konnte. Da war man nicht als Person dafür zuständig und wurde nicht als Person dafür verantwortlich gemacht, zum Beispiel als eine Hose abzuliefern, sondern man war sozusagen gebunden, dem Auftraggeber das in einer bestimmten Zeit abzuliefern, und da konnte auch dann die Mutter oder die Schwester an dieser Hose mitnähen. Das war vollkommen personenunabhängig und man wurde dann auch nicht bezahlt in dem Augenblick, wo man diese Hose genäht hat, sondern man wurde bezahlt in dem Augenblick, als die Hose auf dem Markt verkauft war. Das heißt, man hat dann den Anteil bekommen von dem Erlös, den der Auftraggeber für diese Hose dann eingenommen hat. Das heißt, so wie Benetzky es sagt, hat sich sozusagen das Verständnis, wo dann eigentlich der Ausbeutungsprozess, wo das Ungerechte im Kapitalismus liegt, da auf einer unterschiedlichen Ebene herausgeprägt. Das ist jetzt sehr plakativ, aber das ist ein Kapitel, was in dem Manuskript auch drin ist. Wichtig ist natürlich auch die Schrift von Moishe Poston über Antisemitismus und Nationalsozialismus, der eben das falsche Bewusstsein sehr gut deutlich macht, was durch die Arbeitsteilung und durch die konkrete und dann abstrakte Arbeit sich herausbildet, darstellt. Ich würde auch an vielerlei Stellen den Poston voll unterstützen. Aber der Poston trägt eben nicht dazu bei, zu schauen, gibt es da einen Unterschied zwischen der englischen Form des Kapitalismus und der deutschen Form des Kapitalismus als Beispiel, und warum ist es gerade in Deutschland zur Shoah gekommen und nicht in England? Ich habe noch eine Frage. Also ich habe schon rausgehört aus deinem Vortrag, dass so Begriffe wie Faulenzen, Faulheit oder sowas, ja, auch in Bezug auf die Juden vorkommen. Ich würde aber noch interessieren, ob so das Gegenbegriffsfeld, Müßiggang, Genuss, Laster, ob das auch in Bezug auf andere gesellschaftliche Gruppen vorkommt oder ob das sozusagen nur jüdisch markiert wird. Also ich schätze, wenn diese Arbeitshäuser eingerichtet werden, ich bin kein Experte für frühe Neuzeit, ich bin reiner Zeithistoriker, muss ich leider gestehen. Aber dann würde mich das interessieren, wie da so die Semantik sich entwickelt. Bezogen auf Luther jetzt? Bezogen auf Luther und die Folgewirkung. Ob das auch in deiner Studie vorkommt. Also, weil ich habe jetzt einfach eine Assoziation nicht aus der historischen Forschung, sondern von heute Nachmittag. Ich habe auf dem Weg hierher die wunderbare Facebook-Gruppe Zukunft Neumarkt gelesen. Zukunft Neumarkt, der Neumarkt hier ist ein zentraler Platz in Köln, da ist eine große offene Drogenszene und man will in der Nähe einen Drogenraum einrichten. Und dieser ganze, also da ist kein bewusster Arbeitsbegriff in dem Artikel drin, aber permanent schlägt das in der ganzen, im ganzen Diskurs dieses Artikels, den ich da gelesen habe, dieser Müßiggang der Drogensüchtigen und dieser Markt und wie das alles, und das ist halt jetzt eine ganz andere Sphäre oder sowas, aber
tolle Gespräche führt, diese Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt mit der Polizei, und die sie alle sagen, sind alles nur die Politiker schuld, die Polizei will ja, aber darf nicht und sowas. Und aber dann eben dieser Müßiggang der Drogen nehmen wird da beschrieben und mittelschwer verurteilt, würde ich mal sagen. Mhm. Deswegen hat sich jetzt mir diese Frage, weil ich gerade in diesem Artikel gelesen habe, aufgedrängt, ob dieser Gegenbegriff Müßiggang irgendeine Rolle spielt in deiner Untersuchung. Ja, der spielt eine wichtige Rolle, der kommt immer wieder vor. Aber deine Frage führt mich dazu, nochmal zu einer Diskussion zu kommen, die aktuell auch immer wieder geführt worden ist. Das ist die Diskussion um den frühen und den späten Luther. Da wird dann immer wieder gesagt, der frühe Luther, der war gar nicht so schlimm, der war judenfreundlich und der hat ganz anders geschrieben als der späte Luther. Und dann wird immer die Schrift von 1503 gegen die Schrift von 1523 gestellt. Da hat Luther eine Schrift geschrieben, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Mit dieser Schrift beschäftige ich mich auch intensiv und ich komme zu dem Schluss, dass man das nicht so behaupten kann, dass Luther da vollkommen anders gedacht hat als 20 Jahre später. Der Unterschied war, dass er Anfang der 1520er Jahre noch gedacht hat, man könnte Juden durch Arbeit, indem sie also vernünftige Berufe ergreifen und nicht sich auf den Geldhandel konzentrieren müssen, dann könnte man die Juden zu Christen machen. Ja, das ist sozusagen, das ist, und weil er das dann nicht geschafft hat, weil er die Juden nicht missionieren konnte, unter anderem nicht durch die Arbeit missionieren konnte, aber auch nicht davon überzeugen konnte, dass Jesus Christus der Messias ist, weil das war sozusagen der zweite Wahn, den Luther hatte, der wollte sozusagen die Juden dazu bringen, dass man schon im Alten Testament nachweisen kann, dass Jesus Christus der prophezeite Messias sei. Und das konnte er sozusagen jüdischen Gelehrten, jüdischen Diskussionspartnern nicht unterschieben, sag ich mal. Und das war mit ein Grund, warum sein Judenhass sich dann immer mehr und immer mehr gesteigert hat. Aber das ist nicht deine Frage. Deine Frage ist der Müßiggang. Interessant ist, dass in derselben Phase, also Anfang der 1520er Jahre, es Schriften gibt von Luther, die heißen zum Beispiel von Kaufhandlung und Wucher. Von Kaufhandlung und Wucher. Und da kommt der Begriff Jude nicht vor. In diesen Schriften von Kaufhandlung und Wucher. Aber das, was vorkommt, ist der Begriff des Müßigganges und die fast parallele Zitate wie, sie sitzen hinter dem Ofen und pompen und arbeiten nicht. Also wer macht das? Alle Menschen, die nicht arbeiten, die wuchern, die andere Menschen für sich arbeiten lassen. Also die Müßiggänger, die sind sozusagen dann zentral. Also Menschen, die nicht arbeiten und auf Kosten anderer leben, die sind schon in diesen Schriften von den 1520er Jahren, werden immer wieder benannt. Und interessant ist, dass Karl Marx in seinen Schriften über die ursprüngliche Akkumulation im Kapital an mehreren Stellen den Luther zitiert und immer wieder diese Stellen über den Wucher aus den Schriften der 1520er Jahre. Aber mir fällt noch ein, dass ich eine Frage nicht beantwortet habe. Entschuldigung, das war die Frage nach dem aktuellen Bezug des deutschen Arbeitsbegriffs, was das heute noch für Auswirkungen hat. Das lässt sich natürlich nicht so kurz beantworten. Ich habe das in meinem Referat schon kurz gesagt, dass ich sage, das, was sich schon vor Luther herausgeprägt hat, dieser Zunftgedanke, diese Vorstellung einer kooperierten Gesellschaft, wo sozusagen die Arbeit auch mit vom Staat organisiert ist, das spielt heute in unserer Gesellschaft immer noch eine ganz starke Rolle. Also ich behaupte, so wenig wir eine wirkliche Säkularisierung haben, wie in Frankreich, also keine Trennung zwischen Staat und Kirche, so wenig haben wir bisher auch tatsächlich die Gewerbefreiheit umgesetzt. Also es gibt immer noch eben ganz, ganz viele Bezugspunkte. Und ein Beispiel ist dazu noch das VW-Gesetz, was ich immer als Niedersachse immer gerne mit anführe. Das ist doch ein vollkommenes verrücktes Konstrukt. Ja? Ein Konzern, der im Nationalsozialismus gegründet wurde, um die Volkswagen unter die Deutschen zu bringen, der ist sozusagen jetzt ein Konzern, der noch immer vom Staat
gelenkt wird, weil der Staat Niedersachsen 20% zwar nur der Aktien hält, aber eine Sperrminorität hat. Das heißt, der Staat kann den zweitgrößten Automobilkonzern der Welt, der wird von dem deutschen Staat und damit aber auch nicht nur dem Staat, sondern auch dem Betriebsrat, das heißt auch die Gewerkschaften, dazu komme ich in meinem Kapitel über den Ersten Weltkrieg, die sind in diesem kooperierten deutschen Arbeitsdenken, in dieser Arbeitsorganisation auch ganz wichtig, und natürlich ist der Betriebsrat von VW auch da ganz wichtig, aber das ist doch, wenn man jetzt sagt, wir haben Kapitalismus, wir haben eine freie Marktwirtschaft, dann ist das VW-Gesetz das beste Beispiel zu sagen, das kann doch so nicht ganz so richtig sein. Ich hatte die Frage so ein bisschen verstanden, wie gefällt das auch in der Diskussion, wenn zum Beispiel damals Konsumsperren mit den Heuschrecken. Ja. Also, dass da immer noch dieser Gegensatz ist zwischen der ehrlichen Arbeit, die auch bezahlt wird, die okay ist, und dem zur Arbeit, die ja, keine Arbeit ist. Muss ich das heute sehen. Ja. Das ist eine gute Ergänzung auch zu der Frage von gerade. Das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, aber das ist natürlich, also man kann da ja sehr lange darüber referieren, über diese Heuschreckenbeispiele, über die Antiglobalisierungsbewegung und was die da auch, oder die Proteste vor den Banken in Frankfurt, die immer wieder diese Unterscheidung machen zwischen der produktiven Arbeit, die mit der Hand geleistet wird, die ehrlich passiert, und mit der Zirkulationssphäre, mit dem Geldsystem, was sozusagen dann für das Böse verantwortlich erklärt wird. Aber das alleine ist eben nicht die Erklärung, weil diese Unterscheidung haben wir auch in vielen anderen linken, aber auch rechten Bewegungen in anderen Ländern. Da muss man eben noch mal genauer gucken, wie sich das eben hier in dieser Gesellschaft genau ausprägt. Ja. Ich fasse mich kurz. Das war ja ganz zu Ende angemerkt, eben dieses Horkheimer 1789. Ich glaube, das kann man, sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielleicht zusammendenken, in dem Sinne, dass ja auch gerade diese zur Vernunft kommt, der Vernunft selber und Ausbreitung der Reflexion darauf, gerade auch wie das Voranschreiten der instrumentellen Vernunft begünstigt hat, die ja eben gerade auch im Nationalsozialismus den Widerspruch, der im Kapitalismus vorherrscht, aufheben wollte, negativ, und sozusagen einen krisenfreien Kapitalismus herstellen, dem Arbeit für alle, für Beschäftigung und sozusagen der krisenfeste, das tausendjährige Reich durch Arbeit, dass man, glaube ich, da jetzt nicht Luther oder die Aufklärung sozusagen als Startpunkt sehen müsste, sondern sollte das ja vielleicht eher in dem Sinne zusammendenken. Weil Sie haben das gerade schon erwähnt, dass es nicht so strikt gemeint war, aber es kam. War vielleicht jetzt auch so ein bisschen, um so einen kleinen Selling Point zu haben, im Buch, aber das hat mich so ein bisschen gestört, dass man das ja auch gegeneinander ausspielt dann an der Stelle. Ja, aber das habe ich nicht nur deswegen gemacht, um da vielleicht auch mal so die linke Szene zu provozieren, die sich der kritischen Theorie sehr verbunden fühlt. Ich fühle mich der kritischen Theorie auch immer noch sehr verbunden, aber bereits damals, als wir das Buch Goldhagen und die deutsche Linke geschrieben haben, wurde uns das vorgeworfen, dass wir die kritische Theorie da sozusagen verleugnen, dass wir das nicht ernst nehmen, was die kritische Theorie geschrieben hat, weil wir uns eben auf versuchen herauszufinden, ob es da eine spezifisch deutsche Form des Kapitalismus, eine spezifisch deutsche Form des Arbeitsverständnisses, eine spezifisch deutsche Form des Judenhasses gegeben hat. Und Adorno und Horkheimer haben das explizit ausgeschlossen. Die haben in dem Vorwort zu dem Buch von Paul Massing geschrieben, es ist vollkommen falsch, danach zu suchen nach einem spezifisch deutschen Form des Antisemitismus oder eine deutsche Spezifik herauszusuchen. Das haben Adorno und Horkheimer ausgeschlossen. Und das ist etwas, was ich an ihnen stark kritisiere. Ich wollte noch mal kurz was zu den Arbeitsplätzen fragen, weil auch in Bezug auf eine Bemerkung, die von hinten eben kam, finde ich eigentlich, von wegen, wie machst du das wie hast du das bei deiner Forschung gemacht, zu untersuchen, so ganz genau, wie sich das von Luther produzierte Wissen in Bezug auf Arbeit oder auf diesen Arbeit, an diesem Begriff der Arbeit, wie sich das verbreitet und verändert und
transformiert auch, das finde ich total interessant an diesen Arbeitshäusern, weil es auf einmal eine Institution gibt und in der Forschung, die du dann machst, oder in der historischen Forschung, was hast du dann für Quellen benutzt? Oder ich stelle es mir halt total interessant vor, was man für Quellen heranziehen kann. Was sind das für Quellen gewesen, von denen vielleicht, also ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich meine, was du genannt hast als Quellen für diese Bestrafungsmethoden zum Beispiel. Was gibt es da noch für andere Quellen, von denen du nicht gesprochen hast? Und was sind das eigentlich für Leute, die an dem Konzept des Arbeitshauses gearbeitet haben? Sind das hauptsächlich kirchliche Akteure oder was verbindet sich da so eine staatliche und also ist das genau so eine Gelenkschwelle, wo erstmal vielleicht staatliche und religiöse Akteure irgendwie zusammenkommen und in so einer Institution, ja. Ja, also letzteres ist richtig, aber erstmal zu den Quellen. Also das, was ich jetzt in meinem Manuskript gemacht habe, kann aus meiner Sicht nur ein Anfang sein, sich intensiver noch mit dieser Frage, wie sich das in den deutschen Arbeitshäusern und dann möglicherweise auch unterschiedlich zu den französischen oder niederländischen oder den englischen Arbeitshäusern herausgeprägt hat, zu untersuchen. Wenn man zum Beispiel sich die Schriften von Marx und Engels anschaut, über die Lage der arbeitenden Klasse, zum Beispiel in Großbritannien von Engels, dann beschäftigt sich Engels dort mit der schrecklichen Situation in den englischen Arbeitshäusern. Aber nirgendwo finden wir bei Marx und Engels einen Artikel oder einen Bezug auf die Situation in den deutschen Arbeitshäusern. Die Quellen, die ich dazu herangezogen habe, sind erst einmal vor allen Dingen Überblicksquellen gewesen, Überblicksquellen über die Entwicklung des deutschen Sozialwesens, der deutschen Sozialfürsorge, der deutschen Pädagogik. Also da gibt es Sammelbände und da heißt zum Beispiel, eines heißt Zähmen und Bewahren. Ja, und da findet man schon auf dem Titelbild jemanden, der in einem Arbeitshaus oder zwei Menschen, die Holz raspeln müssen. Das ist neben dieser Spinnen und Weben, also dem Textilien, war das ein zweiter großer Punkt, eben dieses Holzraspeln. Also da habe ich einen Bezug gefunden in diesem Buch Zähmen und Bewahren, wo verschiedene Artikel drin sind über verschiedene Arbeitshäuser aus verschiedenen Epochen. Und da habe ich zum Beispiel angefangen, dann habe ich andere Bücher gehabt über die Entwicklung der Sozialfürsorge oder des Sozialwesens in Deutschland vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Ich habe zum Beispiel nur als Beispiel noch festgestellt, dass es noch bis 1969 in Deutschland Arbeitshäuser gab, dass dieses Vorgehen gegen die Müßiggänger, von denen du schreibst, noch bis in die Nachkriegszeit fortgesetzt wurde. Und richtig ist auch, dass ich dort sehr viele Bezüge gefunden habe zu christlichen Pädagogen, zu christlichen Predigern, die das nicht nur in den Arbeitshäusern umgesetzt haben, sondern das auch theoretisch vorbereitet haben. Aber letzter Punkt dazu, es ist richtig, dass es seit der Reformation diese Verzahnung gegeben hat zwischen Kirche und Staat. Das ist ja auch etwas, was in dem Vortrag jetzt zu kurz kommen musste, eben das Bündnis von Luther mit den Fürsten, das Bündnis von Luther mit der Obrigkeit. Ja, also es gibt im Augenblick eine Diskussion, die habe ich kurz vor dem Reformationstag im Radio mitbekommen. Da sagt der Radiomoderator, ja, der Luther hätte zwar die Juden gehasst und er hätte auch die Hexenverbrennung befürwortet, aber er hätte den Menschen die Freiheit gebracht. Und das hätte eine Revolution ausgelöst. Und dann wurde Margot Käßmann interviewt oder herangezogen, gab es eine Stimme aus dem Off, die sagte, ja, der Martin Luther hat diese zentrale Schrift geschrieben über die Freiheit eines Christenmenschen von 1520. Das ist richtig, die hat er geschrieben. Aber man muss nur auf der ersten Seite lesen und dann findet man die Tatsache, ich lese euch das jetzt nicht zu, doch, ich kann euch das vorlesen, wenn ihr möchtet, das ist ganz kurz. Dann seht ihr von vornherein den Widerspruch in dieser Schrift über die Freiheit. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Wenn wir nur diesen Satz haben, dann würde das ja vollkommen stimmen. Dann ist der Luther ein Prediger der Freiheit. Das ist der erste Satz. Nochmal, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Der zweite Satz heißt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist der zweite Satz. Das ist Dialektik, ja.
Nein, das ist eine Contradictio in adjectio. Ja, das geht nicht zusammen, aber das geht zusammen, wenn man diesen Text weiterliest, natürlich. Insofern hast du recht mit Dialektik, aber es ist nicht wirklich Dialektik, sondern das eine ist auf eine Sphäre bezogen und das andere auf die andere Sphäre. Der erste Satz ist ausschließlich auf die Sphäre der Religion, der Theologie bezogen. Das heißt, es geht davon, dass der Christ frei wird vom Papst, vom Vatikan sozusagen, also frei wird, nur noch in der Bibel die Wahrheit zu suchen und nicht bei dem, was der Papst in Rom sagt. Das ist die Freiheit, die er im ersten Satz meint. Und die zweite Freiheit, wo er sagt, jedermann muss ein Knecht, ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan sein, bezieht sich auf die weltliche Herrschaft. Schon 1520 und im selben Jahr schreibt Luther die Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation. Und damit unterwirft er die Reformation schon im Jahr 1520 den Fürsten, das heißt den lokalen Autoritäten. Und deswegen ist, dazu euch aufzuquatschen, deswegen beginnt dieses Bündnis zwischen Staat und Kirche bereits in den 1520er Jahren. Und die ersten Armenordnungen, die ersten Bettelordnungen, die gehen nicht nur von der Kirche aus, sondern eben auch von den Fürsten und den Kommunen. Das ist von vornherein bei Luther in der Zeit der Reformation ein Zusammenspiel. Ich habe nur eine kurze Frage. Dann ist eine ganz kurze Bemerkung. Ich wollte was zur Ehrenrettung von Holkermann Adorno sagen. Ja. Beziehungsweise, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Was ist die Forschungserfahrung von Holkermann Adorno? Holkermann als Forschungsdirektor, Adorno, der selbst im Krieg an der Authoritarian Personality mitgewirkt hat, die hatten ja ein viel größeres Antisemitismusprojekt vor. Also es projektiert haben sie es ungefähr so um 41, 42 mit sehr breit aufgefächerten Sachen, die man in der deutschen Gesellschaft zu untersuchen hat. Am Schluss kommt irgend sowas raus wie die Studies in Prejudice, also ein Fünfbänder. Davon ist der Paul Massing das einzige historische Buch, das sich ja auch nur mit dem Kaiserreich beschäftigt. Und Horkheimer und Adornos Forschungserfahrung war aber bei der Durchführung der Authoritarian Personality eine andere als zum Beispiel ihrer Kollegen Marcuse und Franz Neumann, die ja in der amerikanischen US-Administration, der OSS, im amerikanischen Geheimdienst eingebunden waren und die Deutschen empirisch untersucht haben, während die Probanden, die der Adorno mit untersucht hat, er war ja jetzt nicht der Leiter dieser Forschungsgruppe, das waren ja auch sehr ausgewiesene Psychologen dabei, das waren alles amerikanische Probanden. Und die haben sozusagen am amerikanischen Forschungsgegenstand, weil das war ja noch gar nicht entschieden 1944, dass man den Krieg wirklich, wirklich gewinnt. Und vielleicht hätten sie in Amerika bleiben müssen. Die haben sich gesagt, wir müssen jetzt sozusagen das Problem in der amerikanischen Gesellschaft untersuchen. Und sie haben das Problem auch in Anknüpfung an ihre früheren Forschungen. Die haben ja 1931 eine Forschung gemacht zum Thema autoritäre Einstellungen bei Arbeitern und Angestellten am Vorabend des Dritten Reichs. Das ist erst 1983 posthum Maschinen von Wolfgang Bons herausgebracht worden. Aber ganz spannend, damals haben sie festgestellt, die deutschen Arbeiter haben eine autoritäre Disposition. Was machen sie in den USA mit dem Jewish Labor Committee? Sie untersuchen den Antisemitism among American workers. Das ist nicht publiziert, das ist ein mehr als 1000-seitiges Manuskript. Aber die haben sozusagen ihre Aufmerksamkeit vom deutschen Fall auch ein bisschen abgewendet. Auch aus Drittmittelgründen, klar, aber die Forschungserfahrung war sozusagen eine, die würde ich jetzt gar nicht so negativ konnotiert, die hat das Problem universalisiert. Und deswegen schreiben sie zu dem Paul Massing, der ja im Prinzip in seinem Buch was ganz anderes berichtet, nämlich eine deutsche Spezialgeschichte, schreiben sie so einen Unsinn davor, weil sie aus einer anderen Erfahrung kommen. Und Marcuse oder Neumann sehen die Sache viel klarer, außer in dem kleinen Einschränken, dass Neumann im Behemoth, diesem großen ersten Werk über den Nationalsozialismus, auch den Antisemitismus ein bisschen eskamotiert. Aber das ist also diesem Forschungskontext ein bisschen geschuldet. Und empirisch haben sie in der Nachkriegszeit erst anders dann geforscht zu dem Themenkomplex. Ja, alles klar. Vielleicht nur ein Satz dazu, weil es so unruhig wird, und dann hören wir auf. Du hast natürlich vollkommen recht, also diese wichtigen Studien, die sind zentral, die Studien über die autoritäre Persönlichkeit, die Faschismusanalyse, diese Skala, die ist weiter wichtig, auch die Verbindung zwischen Psychoanalyse und der Ökonomie, die Adorno und Horkheimer machen, aber
Du hast jetzt nicht die Zeit nach 45 benannt, ja, und wie Adorno und Horkheimer rezipiert worden sind. Und da ist nochmal dann die Frage von vorhin mit der Aufklärung und so weiter wichtig. Also zentral für die Rezeption von Adorno und Horkheimer in der Studentenbewegung ist die Dialektik der Aufklärung. Ja, und da das Kapitel über den Antisemitismus. Und in diesem Kapitel tauchen eben solche Dinge, die ich heute benannt habe, wie die sinnlose Arbeit oder diese emotionale Befriedigung, die Menschen, die deutsche Täter gehabt haben bei der Tötung und bei der Arbeit von Juden, taucht zum Beispiel nicht auf in der Dialektik der Aufklärung. Dann machen Sie eine sehr gute Studie über Schuld und Abwehr, aber da haben Sie einen anderen Blick zum Beispiel auf die Hannah Arendt. Als die Hannah Arendt sagt im Besuch in Deutschland, die Deutschen arbeiten, um zu verdrängen. Ja, nach 45. Da hat sie einen ganz wichtigen Punkt entdeckt, auch der Kontinuität. Adorno und Horkheimer, oder Adorno vor allen Dingen, schreibt weiter die wichtigen Schriften Erziehung nach Auschwitz und was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Also ist mit dem Thema weiter auch in der Nachkriegszeit beschäftigt, aber er kommt eben nicht zu den Dingen, die ich jetzt heute Abend versucht habe, in meinem Vortrag zu benennen.